Moin Leute, wir haben es Donnerstag. Blendingo bricht gleich auf zu Bremervörde im Mittelaltermarkt und ich muss jetzt erstmal duschen gehen und mich anziehen. Hallo Freunde, wir haben jetzt aufgebaut, wir haben uns ja jetzt auch schon länger nicht gesprochen. Ja? Wir sind gar nicht so lange mit dem Auto gefahren. Wir haben jetzt noch nicht alles aufgebaut, sondern zwei Wikis, einen Sonnensegel. Ja? Und wir haben es jetzt auch schon ein bisschen später. Das heißt, unterm Sonnensegel chillen wir uns demnächst hin, trinken noch ein bisschen was und so weiter und so fort. Ja? Ich zeige euch einmal ganz kurz das Zelt, aber morgen gibt es viel mehr Führung und Vlog. Wir haben den Teppich mitgenommen, wie ihr wieder seht. Ja, die ganzen Felle, Felldecke und so weiter und so fort. Wird bestimmt eine entspannte Nacht. Sam ist jetzt in der Box, schläft. Und morgen bauen wir dann alles zu Ende auf. Und dann mache ich natürlich noch mal eine kleine Rundführung mit euch, ja, über den Bremervörder Mittelaltermarkt. Beziehungsweise Freitag noch nicht, dann wahrscheinlich Samstag. Aber morgen am Freitag zeige ich euch dann schon mal das Lager. Und ja, ich würde sagen, entspannten Abend mit ein bisschen Geheimzutat. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao. Hallo und zack, da sind wir schon. Ja, wir haben es jetzt Freitagnachmittag mittlerweile. Es hat zwischendurch ein paar Stündchen geregnet. Wir waren einkaufen und so weiter. Aber jetzt haben wir Sonne, Traumwetter, wie es angesagt ist fürs ganze Wochenende. Ich habe euch ja noch versprochen, dass ich euch einmal ein bisschen das Lager zeige. Also, kommt mal mit. So, was haben wir hier? Wir lagern ja nicht alleine. Ja? Wir haben uns mit einem befreundeten Lager zusammengetan. Für Bremervörde. Ja, und die haben hier am Anfang erstmal ein 6x6 Meter Sonnensegel und wir haben unser 5x5 Meter Sonnensegel dahinter. Die haben hier vorne noch ihre große Küche, wo Gemeinschaftskochen gemacht wird und dann haben wir eine lange Tafel. Hallo unfreiwillige Statisten! Hi! Hier gibt es einen kleinen Waffenständer vorne zum Angucken. Wir haben natürlich möglichst platzsparend aufgebaut, aber das passt schon. Das ist alles ganz schön. Wir haben dann vorne die Sonnensegel und natürlich auch wieder unser Koch-Shelter-Lagerzelt dabei. Für knapp 90 Euro kriegt man so eine Plane relativ günstig und die Holzflöcke kann man einfach im Baumarkt sich zuschneiden lassen oder selber zuschneiden. Ne? Und hier hinter mir haben wir dann natürlich unsere Sitzgarnitur eigentlich mehr, weil wir haben nur noch zum Sitzen sozusagen aufgebaut. Ja, ne? Weil dann vorne ist ja die Esstafel unterm anderen größeren Sonnensegel und dann funktioniert das schon. Und von uns persönlich sind dann natürlich außer das Küchenzelt, das kleine Shelter zum Unterstellen von Plastikgedöns. Ne? Man kommt ja nicht ganz ohne Plastik aus, leider. Die zwei Wikis, die ihr im Hintergrund seht. Und dann haben wir nochmal Neuzugänge, die kriegen das Rundzelt. Und ja, wir persönlich, Blendingo Bund des Nordens, sind nur zu sechst diesmal da. Ja, das ist weit unter Stärke, sage ich mal, aber es kamen ein paar Sachen dazwischen, dann Konkurrenztermine und so weiter, wie das ist. Aber klein und fein ist auch nett. Ja? Geht ja auch darum, einfach Spaß zu haben, sich zu entspannen. Und auf Öhendorf werden es bestimmt einige mehr auf dem MPS, vor allen Dingen bei dem Großen. Ja? Ich glaube da, wenn ich richtig gezählt habe, müssten wir um die 14 Leute oder so sein. Mal gucken, wie das so wird. Ich denke, anstrengend. Öhendorf ist immer anstrengend. Laut, viele Menschen. Aber es ist auch ein Erlebnis, muss man sagen. Stundenwechsel und dann haben wir ja unsere Küche auch zu besetzen. Ne? Und da wir haben ja selbst Küche. Wenn der Topf alle ist, ne, komme ich vorbei. Ich bin ein Rebell. Nee, danke. Ja, das war unser Abendessen. Ja. Lecker Sauerkraut, Fleisch, ja, auf Brot. Ja, kann man durchaus mal machen. Ne? Ist auch nicht so schwer. Also ich habe ein bisschen beim Kochen zugeguckt. Sollte eigentlich für jeden halbwegs machbar sein. Ja? Und ist natürlich was, was man später auch nochmal aufwärmen kann und dann nochmal essen kann. Ne? Ja, 18 Uhr, jetzt hat der Markt schon ein bisschen geöffnet. Es geht schon ein bisschen los, aber morgen ist erst richtiger Markttag. Da nehme ich euch dann auch mit. Ja? Und heute Abend lassen wir jetzt nochmal ein bisschen entspannt ausklingen. Schnacken ein bisschen mit Besuchern und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns morgen. Da führe ich mal ein bisschen über den Markt. Ciao, ciao. Thank you.
Ja, Leute, das war der Gang über den Markt. Ein paar richtig geile Sachen. Also das eine, was ihr eben gesehen habt, das nennen sie die Wasserguillotine. Ja, da wird zufällig jemand ins Wasser reingeworfen. Ist ganz spaßig. Ja, ihr habt ja auch gesehen, die Leute stehen da rum, finden das klasse. Dann natürlich auch die kleine Eulenshow, die da gemacht wird. Haben wir uns ein bisschen informieren lassen, wie viel sowas kostet, dass man da teilweise mit Gebühren, wenn man das erste Mal so einen Schein macht und so weiter und so fort, mit fast 10.000 Euro über ein paar Jahre rechnen muss. Das ist schon krass, ja, da muss man schon sagen. Dann gab es hier auch ein kleines Schaukämpfe noch und nöcher wieder, ja, so wie es halt eigentlich üblich ist auf Mittelaltermärkten. Wer es spannend findet, ich bin davon nicht mehr so ganz der große Fan, weil ja, irgendwie hat man es dann auch mal gesehen, aber die Leute freuen sich immer darüber und das ist natürlich immer ein kleiner Schlager, ja, für die Leute, die dann immer wieder hingehen und sich das angucken können. Ja, wir haben jetzt kurz vor Marktschluss, demnächst ist es, wir machen gerade nochmal eine Fressrunde und dann fangen wir langsam an abzubauen. Für mich so als Fazit jetzt schon mal und für euch, das ist ein sehr, sehr schöner Markt mit einer klasse Location hier am See. Man kann auch baden gehen, das haben wir auch sowohl selber als auch mit den Hunden wahrgenommen. Die Leute freuen sich, sind interessiert. Kommen rein, fragen nach, was ist das für ein Schwert, wie ist das mit dem Helm und so weiter und so fort. Und es gibt alles, was man irgendwie so braucht, aber es ist nicht die ganze Zeit so laut wie so auf Großveranstaltungen, ja, so Festival-Atmosphäre, wie man es von MPS mittlerweile kennt, obwohl kleinere MPS-Märkte das auch nicht so stark haben, ja, aber die großen auf jeden Fall ja leider schon. Und deshalb würde ich sagen, solche Märkte und auch wie Bienenbüttel, habe ich euch auch mal ein Video von gezeigt, sind absoluten Besuch wert, viel entspannter, man kommt viel mehr ins Gespräch, ja, man sieht auch mehr Handwerkskunst, die auch, also live vor Ort auch, und man kann sie auch mehr kaufen, so Händler unterstützen, die das dann alles selber machen und nicht vielleicht bei einem Großhändler bestellen. Deshalb würde ich sagen, Bremervörde ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wer da Bock hat, einfach mal hingehen. Ja, ist leider nur alle 2 Jahre, das heißt, der nächste ist erst wieder 2020. Wir werden natürlich auch versuchen, wiederzukommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss von mir und Blending Gur.